Das 20. und letzte Drittligaticket geht an die zweite Mannschaft von Hannover 96. Der Jubel kennt keine Grenzen bei Daniel Stendel und Co. Und das nach einer unfassbaren Achterbahnfahrt im Rückspiel gegen die Würzburger Kickers. 25.000 Zuschauer sehen den Auftakt nach 21 Minuten. Hannover legt vor. Wahlbrecht auf EC und der mit diesem Strahl ins Glück. Das Hinspiel hatte Würzburg mit 1-0 gewonnen. Jetzt schlug Hannover zurück. 1-0 zur Pause. Der Staffelsieger der Regionalliga Nord begann im ersten Durchgang mit ganz viel Wucht und führte zur Pause hochverdient. Nach dem Wechsel strafften sich die Kickers ein bisschen. Die spielerisch bessere Mannschaft blieb aber Hannover. Doch dann Moustier zu spät gegen Zeiser. Exner, der Unparteiische, entschied völlig zu Recht auf Elfmeter. Es übernahm der in Hannover geborene Saliou Sané und er schickte Weinkauf in die falsche Ecke. Nach 74 Minuten Würzburg in Liga 3. Jetzt musste die zweite von Hannover wieder und Exner zeigte erneut auf den Punkt, denn der eigentlich starke Friedsam kam 5 Minuten vor dem Ende gegen Börner zu spät. Auch diese Entscheidung korrekt. Innenverteidiger Uhlmann übernahm die Sache und auch er machte es glänzend. 2:1 in der Gesamtaddition 2:2 und das hieß nach 90 Minuten 2 neue Kreise. Verlängerung in Hannover, nochmal einschwören auf beiden Seiten. Das Saisonfinale bekam 30 Extraminuten. Und dann in der 105. Minute diesen Moment von Außenverteidiger Matsuda. Hannover legte wieder vor, was für eine Traumbude des Japaners. 96:2 nach 105 Minuten in Liga 3 dabei, aber Würzburg noch lange nicht geschlagen. Es war ein unfassbarer Nervenkringi. Moustier säbelte am Ball vorbei, Junge Abiol gefault von Börner. Es gab wohl den ganz leichten Kontakt vom Innenverteidiger. Exner entschied zum dritten Mal im Spiel auf Elfmeter. Diesmal übernahm Franjic, der Torschütze aus dem Hinspiel, und er verlud den Keeper ebenfalls. Ein Wahnsinnsspiel. 3:2 nach 120 Minuten. Es ging tatsächlich ins Elfmeterschießen. Und da scheiterte nur er. Saliou Sané, der gebürtige Hannoveraner. Weinkauf hatte die Ecke und den Matchball. Den letzten Schuss im Elfmeterschießen verwandelte der in Leipzig geborene Uhlmann. Und zwar so kompromisslos. Danach der Jubel schier grenzenlos, inklusive Platzsturm. Ja, ist unglaublich. War ein Auf und Ab. Eigentlich waren wir, denke ich, immer am Drücker. Aber Elfmeterschießen ist ja noch ein bisschen Glück. Da haben wir heute das Glück gehabt, des Tüchtigen. Gänsehaut. Sie haben ja gesagt, Sie üben kein Elfmeterschießen. Erik Uhlmann macht den im Spiel, dann auch noch Elfmeterschießen hinten raus. War dann doch die richtige Taktik, ne? Ist einfach eine coole Sau. Ist schwierig, ja, ganz brutal. Wenn man es am Ende so knapp nicht schafft, dann aufzusteigen nach einer Saison, die wirklich fast perfekt war. Richtig schwierig. Aber mir tut es unfassbar leid für die Mannschaft, weil sie einfach großes Herz heute nochmal bewiesen hat, alles auf den Platz gelassen hat, mit den Rückschlägen gut umgegangen ist. Mir tut es leid für die Leute im Verein, für die Fans, die uns super unterstützt haben heute wieder. Einfach nur richtig traurig heute. Würzburg steht nach einer herausragenden Saison mit leeren Händen da. Diese Aufstiegsregelung sollte dringend überarbeitet werden. Die große Party zum Abschluss einer langen Saison. Sie steigt in Hannover. Die zweite von 96 ist neues Mitglied in Liga 3. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.